Seinen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Fortsetzung von The Flintstones. Tag auch. Wir sind wieder als Fred unterwegs im nächsten Level und zwar im Bürogebäude. Yes. Ich hoffe, das Programm nimmt jetzt auch auf. Ich hatte jetzt gerade ein paar Schwierigkeiten, aber ich glaube, jetzt läuft's. Ist ein bisschen nervig, wenn man hier schon mal eine Viertelstunde spielt und dann feststellen muss, es hat ja nicht aufgenommen. Das kann doch schon leicht entmutigend sein. So. Lassen wir uns nicht davon stören und abbringen. Hier gibt es jetzt einen Aufzug, hier wo die ganzen schönen Pfeile sind. Wir müssen nach oben mit dem Aufzug, aber erstmal müssen wir den Aufzug aktivieren. Wo kein Schnee ist, wird gelaufen. Ganz. So, hier gibt es diese komischen Switches und die müssen wir dann in einer richtigen Reihenfolge betätigen. Und wenn wir das getan haben, leuchtet eins der drei Lämpchen an der Lifttafel auf. Hier ist wieder ein Schalter. Drücke ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das hier war. Gucke mal, Mo. Da ist wieder ein Schalter. Und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Oh, es leuchtet. Glück gehabt. Das war das Glück des Dummen. Juhu. Ich hoffe, ich kann mich hier konzentriert heute durch das Spiel schlagen. Ich habe hier nämlich heute leider keine Lebkuchen und keine Milch neben mir stehen. Aber spätestens in der nächsten Session wird das hoffentlich wieder der Fall sein. Aber heute muss ich ohne auskommen. Ja, Lebe ist hat. Danke übrigens für die positive Resonanz, aber meiner ersten zwei Teile dieses Spiels kamen jede Menge Kommentare. So, zweites Licht leuchtet. An dieser Stelle, damit keiner benachteiligt wird, auch noch schöne Grüße an Verdun, Verdeng, wie auch immer du dich aussprichst. Verdun 1916, Obi Mace und Kalle 0608. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Falls doch, Beschwerden bitte beim zuständigen Castor-Verwalter einreichen. Ich kümmere mich drum. So, der zweite Lämpchen leuchtet und jetzt brauchen wir noch drei Schalter. Die muss ich überhaupt erstmal finden. Ich habe mich jetzt wieder hier vollkommen verlatscht. Wir brauchen die dritte Lampe, damit wir mit dem Aufzug hoch können. Ich glaube, von hier komme ich eigentlich. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Irgendwie, es kommt mir das beängstigend bekannt vor hier. Aber. Jo, lustig. Hier war es schon. Bei den drei, die sind schon okay. Frederik Wilhelm Feuerstein. Ich gehe mal auf ein paar Kommentarfragen ein. Es wurde hier vermutet, dass der Spruch wahnwitzig, witzig vielleicht von den Dinos stammen könnte, nicht von der Familie Feuerstein. Nee, da bin ich mir 100% sicher, das ist von der Familie Feuerstein. Das wahnwitzig, witzig. Das kam sogar sehr oft vor. In jeder zweiten Folge hat Fred das gesagt, wenn er sich aufgeregt hat. Wahnwitzig, witzig. Also, da bin ich mir ganz sicher, das ist nicht von den Dinos. Was ich aber auch eine super geile Serie fand. Diese Puppentrickserie von Disney oder Jim Henson. War es Jim Henson oder Disney? Ich glaube, Jim Henson war es. So, das war jetzt die falsche Reihenfolge. Die Dinos. Schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade ein. Nicht die Mama. Na komm, wieder nur. Oh, ich glaube, ich hab's. Na komm, klick. Jetzt müssten sie alle leuchten. Yeah. Ich musste beim Bearbeiten meiner ersten Session so ein bisschen schmunzeln, denn ich habe hier einen lustigen Kanalkommentar bekommen von der lustigen Zahnpasta-Tube, der geschrieben hat, er will ein Teddy von mir. Also nicht ein Kind zum Glück, aber ein Teddy. Und ich noch geantwortet habe, damit kann ich leider nicht dienen, aber es gibt ein Nutella-Brötchen in Rosettenform. Nein, ich kann doch damit dienen.
Und es war ja so, in der ersten Session habe ich ja Barney gespielt und er hat lauter Teddys eingesammelt. Also in dem, wenn man so sieht, bin ich diesem Wunsch auch gerecht geworden. Man könnte meinen, es wäre abgeplant von mir. Nein, nein. Ja. Also auch dieser Wunsch wurde erfüllt. Das nenne ich mal Service, ne? Jetzt möchte ich hier keine Klagen mehr hören. Von wegen hier, ich möchte ein Schweineschnitzel mit Rotkraut und Kartoffelpüree. Damit kann ich leider während dieses Spiels nicht mehr dienen. Das kommt hier leider nicht vor. Aber schreibt eure Wünsche hin. Was möchtet ihr haben? Teddys, Kaugummi, Ketten. Kann ich leider auch nicht mehr dienen. Aber ich kann mit, ja, was kann ich? Mit Bowlingkugeln kann ich dienen. Mit komischen Straußeneiern, die sehen wir nachher, wenn wir als Betty unterwegs sind. Im nächsten Level. Ja, mit Betty hat es eine ganz traurige Bewandtnis. Sehen wir aber dann nach dem Level hier. Lalala, hier gibt es auch wieder einen Endboss. Also, ne? Endboss im wahrsten Sinne des Wortes. Fretz, Vorgesetzter, den müssen wir hier nicht töten, aber ich sag mal so, zum Schlafen bringen. Wie machen wir das? Sehen wir gleich. Ist relativ lustig, wenn auch unrealistisch. Weiß auch nicht. Aber noch sind wir nicht da. Leider, leider, leider. Hier sind lauter wildgewordene Grasbüschel und eine Münze für den Dattelautomat. Zeige ich euch aber nicht mehr. Die ganzen Spiele haben wir ja schon gesehen. Lalala. Snake, Dino Dash und... Was war's dritte? Dino Invaders. Wobei, eine Runde Snake vielleicht schon nochmal ganz amüsant wäre, aber heute nicht. Genau. Vielleicht morgen oder übermorgen. Weiß nicht, wann ich zu meinem nächsten Part komme. Ich habe auch heute nicht so viel Zeit zu daddeln, deswegen ich mache heute jetzt dieses Level und ich hoffe, ich habe Glück und schaffe das nächste dann auch noch. Und der letzte, der voraussichtlich, die voraussichtlich letzte Session dann entweder morgen oder übermorgen online. Auf YouTube zu sehen für euch. Für meine treuen Abotronen. Hoppala. Checkpoint, let's boogie. Da hinten sehen wir Stonehenge. Wie hieß das, wie hieß dieses Örtchen noch, wo die leben? In Felsental, genau. Felsental. Oder, nee, Steintal. Also original hieß es Bad Rock und in der deutschen Version, glaube ich, Steintal, ganz einfach. Steintal, richtig. Daddelmaschine? Nö, mag ich nicht. Wir haben keine Zeit heute, deswegen Durchmarsch zum Endboss. Und noch so eine lustige Münze. So, dass wir hier mehr Münzen kriegen, als wir jemals verspielen können. Hoppala. Ui. Energie, Checkpoint und ein Leben. Ja, ist denn heute Weihnachten? Lauter lustige, lauter nützliche Goodies. Just for me, yeah. Oh, Endboss, da ist unser Vorgesetzter, der springt uns hier lustig um die Ohren. Wir müssen einfach so einen Becher hier nehmen, einen Trinkbecher und ihn auffüllen mit was auch immer das ist. Kaffee, Wasser und ihm hinstellen. Er säuft davon und pennt ein und verliert Energie. Deswegen bin ich verwirrt. Ich weiß nicht, was das für eine Flüssigkeit ist, von der man einschläft. Irgendwie flüssiges Valium eventuell. Das könnte ich mir vorstellen. Also damals schon... Lustiger Drogenkonsum. Na komm, lass das Glas los. Gut. Also auch ein sehr einfaches Teil hier. Fast schon kicky einfach. Wenn es auch sehr lustig aussieht. Oh. Oben links sehen wir, wie das Glas aussieht. Voll leer, mittelvoll, mittelleer.
Ja, die alte Diskussion, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich hab's heute nicht so mit der Grammatik. Liegt vielleicht dran, dass ich heute hier keine Lebkuchen neben mir stehen habe. Schade, schade, schade. Für euch ganz angenehm, ihr müsst mich nicht hier mit vollem Mund ertragen. Ist ja auch nicht immer so toll. So, Glas voll. Sauf! Schluck, du Luder! Einer hat er noch. Einer hat er noch. Ein Gläschen lecker Valium kriegst du noch, mein Freund. Bitteschön. Nein! Ach, Dummkopf! Verdammt! Ich bin leider. Ach, nö! Jetzt hat der Sack seine ganze Energie wieder. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es vermeiden, aber. Ah, shit happens. Komm, sauf und verpiss dich, wollte ich gerade sagen. Nee, penne ein. Verpenn ein. Meine Jüde, säuft er. Ach! Der ist schon wieder auf mich draufgesprungen. Der will mich begatten hier. Schwule Sau. Nee! Aufpassen. Voilà. Ey! Ach Gott, das dauert heute alles. Ich mach mal die schnelle. Die schnelle Tour. Ja, sauf. So, jetzt noch einmal. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Ist doch einfach. Meine Jüde. Ey, noch ein bisschen. Das Glas muss voll sein. So, wiederschauen. Güts Nächtle. Chefsche. Gut, Abrechnung. Und das nächste Level, das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Da spielen wir, wie gesagt, die Betty. Danach spielen wir wieder Fred. Dann spielen wir Wilma. Und im letzten Level erneut Fred. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Und ich hoffe, jetzt kriege ich vielleicht mal ein anderes Spiel. Zack. Oh, Alter, schon wieder Cracks and Crosses. Ja, immer dasselbe blöde Spiel. Ich hätte euch gerne mal die anderen zwei gezeigt, aber nun wieder Cracks and Crosses mit Bam Bam. Und meine Chance, vielleicht jetzt mal eine Revanche zu schaffen. Indem ich mich konzentriere. Ja. Das hat Potenzial. Nee, das gibt ein Draw. Schade. Dann halt zweiter Versuch. Klack. Draw Nummer 2. Eieiei, richtig harter Gegner hier. Bami, bami, bam. Mitte. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Zwickmühle! Hehe. Danke sehr. Geht doch. In Konzentration geht es. Ein extra Leben.